Hey Leute, kurz vorab möchte ich euch bitten, einfach mal dieses Video bis zu Ende anzuschauen, denn es sind sehr, sehr wichtige Informationen in diesem Video. Und ja, es hat sich nämlich in letzter Zeit sehr viel geändert und ich möchte einfach mal sagen, warum ich gequittet habe und warum ich jetzt wieder zurückkomme. Genau, und zwar, ja, habe ich jetzt vor einem ganz knappen Monat, also vielleicht fast einen Monat her ist es, oder ich weiß nicht mehr genau, habe ich halt gequittet. Ich habe davor schon inaktiv, also ich habe keine Videos mehr hochgeladen, beziehungsweise über eine Woche lang wieder nicht, und das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich auf meinem Kanal. Und dann habe ich halt dieses Template-Intro hochgeladen, denn, ja, keine Ahnung, also ich wusste nicht, wie ich quitten soll. Also, wie ich quitten sollte. Denn ich habe mir so gedacht, ja, sage ich das einfach, ich habe keine Lust mehr, etc. und so traurig rüberbringen, keine Ahnung, darauf hatte ich halt echt keine Lust, weil ich meine, ich bin nicht verpflichtet dazu, Videos zu machen. Ich mache Videos, wann ich Bock habe. Aber ich will die Abonnenten auch nicht hängen lassen und sagen, ja, keine Ahnung, ich mache gar keine Videos mehr und die anderen fragen sich, wo ich bin. So, das hätte ich natürlich auch machen können, aber ich habe mir gedacht, ja komm, lade ein Quit-Intro hoch, schreib in die Beschreibung, warum, und fertig ist, so. Keine Ahnung, und dann haben manche gesagt, ja, ich bin in eine Erklärung schuldig, und vielleicht ist es auch so, vielleicht auch nicht, aber eigentlich bin ich ja so gesehen niemandem was schuldig. Ich habe die Videos gemacht, ihr habt sie geschaut, aber andererseits kann ich es, wie gesagt, verstehen. Naja, auf jeden Fall ist es so, ich habe jetzt über 50 Abonnenten verloren, ich hatte vorher 800. Ich habe diesen Quit aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Mein Content hat mir generell nicht gefallen. Ich habe ja schon mal ein Video zu hochgeladen, dass ich meinen Content verändern möchte. Und ja, aber das ist nicht der Content, der mir so gefällt. Ich fand das mit den School Stories und so, das habe ich nicht gut geschnitten. Das hat mir nicht so gefallen, wie ich das Video gestalten habe. Und das möchte ich ändern. Ich möchte auf diesen Kanal besondere Videos bringen. Wenn ich ein Video bringe, dann wird es ein gutes mit viel Schnitt. Und es muss mir selber wirklich gefallen. Es muss kein Hate-Video sein, zum Beispiel wie diesen Outlaw hatet. Das mache ich vielleicht irgendwann noch weiter, wenn ich Bock habe. Aber ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel Spaß an RP-Pixeln gefunden. Also Resource-Packs für Minecraft-PvP. Und ja, ich habe mir so gedacht, ich mag es sehr, davon Promo-Videos zu machen. Und ich habe jetzt auch schon zwei Promo-Videos fertig dafür. Eins, was sehr aufwendig ist, und das andere etwas weniger aufwendig, aber trotzdem ein sehr gutes Pack geworden ist, meiner Meinung nach. Und ja, dafür habe ich auf jeden Fall eine dicke Überraschung für euch später. Und ja, darum geht's auch schon mal. Ich werde auf diesem Kanal wahrscheinlich meiste Zeit viel, also mich viel mit RPs beschäftigen. Generell, wenn ich mal ein Video von Falls SG oder 1v1 und sowas mache, dann werde ich Handcam machen. Also es wird immer ein besonderes Video sein. Ich möchte wenig Videos hochladen, aber dafür besonders und mit einem guten Schnittstil. Und ja. Kein SG mehr, kein Skywars mehr, sowas ist halt meiner Meinung nach zu Mainstream. Ich meine, ich gucke selber gern noch bei anderen YouTubern, aber das machen einfach viel zu viele und ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und natürlich kann es sein, dass ich vielleicht irgendwann mal doch mal wieder sowas mache, aber ich glaube eher nicht. Ich möchte, ja, man kann es wirklich daran vergleichen, wie mit Schwocki halt. Er macht dann Video, wann er Bock hat. Er macht besonders gute Videos und sowas möchte ich auch machen. Ich möchte ihm nicht nachmachen oder so. Natürlich nicht, aber er ist halt mein Vorbild und daran habe ich mir halt ein Beispiel genommen, dass ich auch solche Videos machen möchte mit viel Aufwand. Darum ging es halt. Und nicht unbedingt viele Videos, aber ja, wenig Videos mit viel Aufwand. Das heißt, wenn man auf meinen Kanal geht, lohnt es sich vorbeizuschauen und ja, ich versuche dann immer mal so alle zwei Wochen oder jeden Monat mindestens ein RP zu releasen. Ein RP, was ich selber gepixelt habe, für euch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Ich hoffe, euch wird es natürlich auch gefallen. Und wie gesagt, tut mir leid, also wegen dem Quit, es ist halt so. Klar sagen jetzt welche bestimmt in den Kommentaren, hm, ja, du quittest, kommst wieder zurück, ist scheiße, sowas. Das Problem ist, wenn man gar nichts macht, wenn man einfach geht, dann sagen alle, wieso sagst du nichts? Wieso machst du kein Infovideo? Machst du kein Video mit Stimme oder lädst wenigstens ein Quit-Intro hoch, dass alle Bescheid wissen, du hörst auf? Und ja, das ist das Problem. Manche quitten einfach so und sagen nichts. Das ist nicht schlimm, weil sie sind vielleicht nicht sicher, dass sie irgendwann wieder zurückkommen. Sie haben ja nichts gesagt. Sie haben einfach keine Videos mehr gemacht, weil sie keinen Bock hatten. Vielleicht haben sie es in den Kommentaren geschrieben, vielleicht auch nicht. Das ist ja ihre Sache. Bei mir ist es halt so, ich wollte einfach
die Info geben, dass ich aufhöre momentan und es ist ja meins auch, ob ich wieder zurückkomme. Ich komme zurück, weil ich Bock habe und es ist mir egal, ob ich viele Abonnenten verloren habe. Ich mache auf diesem Kanal weiter, weil ja mir diese Erinnerung sehr wichtig ist. Ich hätte eigentlich einen neuen Kanal gemacht, das war ja auch schon in Planung, aber ja, keine Ahnung. Also es ist schwachsinnig. Ich meine, ich habe hier alles aufgebaut. Wieso sollte ich jetzt einen neuen Channel machen? Auch wenn jetzt alle inaktiv sind, weil ich gekürtet habe. Ist doch egal, wenn ich besondere Videos mache und später dann bei einer höheren Abozahl, macht das eh keinen Unterschied mehr. Und wichtig sind immer noch die Leute, die einen zuschauen und treu geblieben sind. Und ja, deswegen auf jeden Fall erstmal danke an dich, dass du gerade dieses Video schaust. Falls du mich gerade schon lange verfolgst oder vielleicht auch das erste Video ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle, dass ihr meine Videos geschaut habt. Das fand ich echt cool. Oder ich finde es cool, sagen wir es so. Und dass viele sagen, ich war ein Vorbild oder sowas. Oder das, was heißt viele? Einige haben es gesagt. Und viele sagen halt, meine Videos gefallen. Ich meine, ich höre sowas gerne, ich lese sowas gerne, wie gesagt. Und ja, das freut mich wirklich sehr. Und ich hoffe, euch wird dieser Content gefallen, aber ja, ihr werdet sehen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Als nächstes Video werde ich wahrscheinlich ein Urlaubsvideo bringen. Ob es hier auf diesen Kanal kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das nächste Video wird wahrscheinlich das Promo-Pack für mein Comeback als, ja, kleines Willkommensgeschenk auf meinem Kanal werde ich mein Angel-Pack bzw. Heaven-Pack releasen. Da haben wir auch sehr viel im Stream nachgefragt und ja, ich hoffe, ja, ihr versteht das. Ich möchte nicht mehr lange drum rumreden. Ich meine, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Wie gesagt, besondere Videos und seltene Videos und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Haut rein und bis nächstes Mal. Ciao.